geht weiter mit Super Mario Odyssey. Und zwar in meinem letzten Part. Schon beim Wooded Kingdom ordentlich schon was geschafft. Mal gucken, ob ich heute fertig werde. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich hinzugehen habe. Ich gehe einfach mal den altbekannten Weg und wir sehen schon diesen Veränderung. Hier sind diese Panzer. Ich glaube, ich weiß, wo es da geht. Und zwar hier. Konnten wir vorher nicht aufmachen, weil diese Panzer noch nicht da waren, aber jetzt geht es. Und hier befinden uns auch noch hier diese komischen Kerle. Scheiße. Scheiße, nein. Das wollte ich alles nicht machen. Wie sorge ich dafür, dass du hier... Achso, glaube ich, verstehe ich. Warum der mir hier das nicht gibt. Der will keine Geld, der will den Gegner nicht haben. Okay. Was ärgert mich jetzt mit den Local Coins? Ich wollte die noch nicht einsammeln, aber habe ich jetzt leider gemacht. Ah, jetzt ist der Tisch auch verschwunden. Okay, da wurde ich abgeballert. Weiß nicht, ob man so schneller ist. Aber man ist auf jeden Fall nicht langsamer. Jetzt brauche ich die Viecher, wenn ich die wieder hochklettern muss. Mit den Local Coins. Die will ich noch nicht. What the hell? Okay. Ergebnis zählt, würde ich sagen. Was haben wir hier? Ah, hier haben wir noch einen halb geschenkten Mond. Okay. Nehme ich mit. Und hier ein paar Coins, da gibt es auch noch mehr. Kann man irgendwie hoch. Da kann man irgendwie hoch. Ich glaube, das geht später viel einfacher. Dann machen wir das noch nicht. Was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, dass wir den Goombas einfach Gumba schnappen, erst den Dreier und dann hier ein nettes Türmchen bauen. Reicht das schon aus? Leider nicht. Wir müssen den Turm hoch genug bauen. Aber bitte ohne jetzt sich dumm treffen zu lassen. Na, es ist kacke. Auch so vollkommen unnötig. Die Münzen kann ich wieder einsammeln, das ist kein Problem. Aber es ärgert doch schon ein, bei so einem dummen Fehler hier zu machen. Und weil sie müssen ja einfach nicht schwer ist. Einfach nur ein paar Goombas stapeln. Hier, vollkommen einfach. Und jetzt, wenn wir hoch genug haben, gibt die uns einen Mond. Also man muss ja einfach hoch genug einen Goomba-Turm bauen. Und dann kriegen wir diesen Mond. Dann fehlen nur noch 5 Stück. Okay, hier machen wir mal hier den Weg auf. Erstmal nicht besiegen, weil du sonst übel stören wirst. Ah, ja, irgendwie. Das sollte schon im Prinzip genügen. Wobei. Mach das hier noch weg. Zwar, wenn ich mich recht entsinne, haben wir den Luigi. Und der gibt uns sehr viele Coins. Ich glaube, das waren jetzt 200. Kann das sein? Auf jeden Fall sehr nice. Hier können wir auch noch hoch. Aktivieren diesen Checkpoint. Alle diese Bowser-Dinger. Einen hab ich jetzt schon mal. Oder zwei. Ich weiß nicht, wie schön die Bälle ausweichen. Damit sollte ich es jetzt geschafft haben. Und wir kriegen einen Mond dafür.
dafür. Verteidige das geheime Blumenfeld. Okay. Machen wir das doch mal dazu hier runter. Und hier geht's irgendwo. Ja, genau hier. Das hier capturen. Was? Hier wird man getroffen? Scheiße. Hat jetzt schon mal. Das ist der Art Mode. Nein, aber wobei dieser Bosskampf jetzt auch nicht schwer ist. Einfach zack. Wird hier ein paar Laser machen, aber die treffen eigentlich nicht. Sagen wir mal, schießt den Bewegungsplatz. Jetzt hier einfach Damage machen. Und jetzt bitte touchen. Kann ich auch noch da hoch? Bisschen möglich sein. Dann müsste ich eigentlich gar nicht getroffen werden können. Pass mal auf, das ist ja lame. Hier drüber springen ist nicht schwierig. Okay, jetzt ist auch mit dem Laser fertig. Jetzt hat er die ein bisschen besser geschützt, aber auch nur in so einem Maße, was ihm keinen Vorteil, keinen signifikanten Vorteil bringt. Zack! Das war Hit Nummer 2. Noch einmal das Ganze wiederholen. Doch jetzt sind die Laser etwas höher. Aber das sollte uns doch nicht kümmern, denn wir sind zu gut. Euer Bosskampf ist einfach nur zu easy. Eher wohl letzteres. Was ist ein Geier? Okay, was war das? Er wollte jetzt stehen bleiben, aus Angst da getroffen zu werden. Okay. Jetzt macht er die viel häufiger. Aber damit bist du down. Habe ich dich auch im, in Anführungsstrichen, Hard Mode locker easy bezwingen können. Hier haben wir auch schon den wunderschönen Multimond. Und kriegen jetzt 3 normale Monde. Jetzt dürfte eigentlich noch einer fehlen, oder? Okay, noch einer fehlt. Haben wir jetzt ja auch diesen Stein. Ja, da ist der Stein. Der hat einen Mond drin. Wir müssen jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, wie wir es am besten anstellen, aber gegen irgendwas Hartes werfen, damit er seinen Inhalt droppt. Ich werfe ihn mal hier gegen den Baum. Gegen irgendwas müssen wir den schmeißen, dann kriegt man den weg. Ja, gegen diese Wand. Dann haben wir alles voll. Und auf zum nächsten Kingdom. Haben wir nun. Weiß nicht, was die Mindestanzahl ist, aber wir haben doch schon mal in Dings ein paar mehr eingesammelt als nötig. Und es geht jetzt in Cityland. Und hier. Fragezeichenblock gibt. Okay. Aber da geht was vor sich. Ich überspringe das. Dann
Man kann es auch sich ganz kurz fassen. Bowser besiegt. Beziehungsweise nicht besiegt, aber er steht uns im Weg. Denn die Story kümmert uns eigentlich gar nicht. Die ist so simpel. So. Hier hin. Und einfach Bowser besiegen. Er ist wirklich easy, dieser Kampf. Hut anziehen. Er springt ein bisschen rum. Und Boxen. Hatten wir schon den ersten Hit. Jetzt wird er wahrscheinlich... Ja, also hier von vorne. Noch zweimal. Jetzt gibt es noch ein paar lila Hüte. Die stören uns nur. Die Felsen können wir auch ganz easy zerstören. Zweiter Hit. Jetzt erzeugt er ein paar mehr Hüte. Alles ausweichen. Und jetzt hoppt er sogar drei Felder weiter anstatt nur zwei. Der Kampf wird schwieriger. Das heißt, man merkt, dass man jetzt hier noch einmal ausweichen muss. Aber wirklich schwer war es nicht. Ich glaube, beim ersten Mal durchspielen habe ich ja an diesem Ausweichen. Das kam also überraschend und da habe ich mich dann schwer getan, aber jetzt bin ich besser und erledige das vollkommen easy und ohne Probleme. Aber die Odyssee hat er schon beschädigt. Und sind jetzt hier im verlorenen Land. Oder Lost Kingdom. Was eigentlich nur der eigentliche Name ist. Jedenfalls haben wir jetzt noch zu allem Übel Klepto, der uns unsere Kappe wegnimmt. Oh no. Gib's dir her, du Arsch. Ohne Kappe ist es nämlich ziemlich dreckig, denn unsere ganzen Moves können wir jetzt nicht mehr machen. Wie zum Beispiel hier das. Ich konnte mich nicht mehr mit Cappy retten. Ich hätte mir normal sei jetzt einfach, ja, Cappy drüber. Oh Mann. Weiter außen rum und dann geht das Ganze schon klar. Hier Checkpoint und er fliegt weg. So, setz dich jetzt hier drauf und gut! Okay. Komm, Cappy. Gesagt, lasst uns Monde suchen, genau das machen wir jetzt auch. Hier wäre schon der erste, aber pass mal auf, wir machen Kacke. Ach komm. So, wir machen einfach den hier. Viel Zeit schon da und hier haben wir auch noch einen Mond. Das wäre dann unser erster. Mit Long Jump hoch. Dann dieses Ding aktivieren. Und auf Wall Jump hoch. Währenddessen sammeln wir auch noch ein paar Coins ein. Und auf zu diesem Store. Denn der verkauft uns ebenfalls einen Mond. Nice. Okay, fehlen nur noch 8. Wo könnten wir jetzt hin? Ich habe da schon eine kleine Idee. Eine Kappe geben.
Und dahin schleudern. Dann haben wir das hier freigeschaltet. Und hier, dann mit Long Jump an diesen Mond. Der eingesperrte Schatz. Und ja, jetzt weitersuchen und zwar. Hier. Hier, hier. Wie komme ich am besten hin? Was? Ach komm, das habe ich nicht gesehen in der Kamera. Die hat mir das nicht gezeigt. Da kam ich denn plötzlich. Das ist halt auf. Was? Hier ist auch noch Mut. Okay. Richtig geschenkt. Ich werfe von hier aus einen Long Jump. Und zack. Noch so ohne Probleme ran im Steinkäfig, okay. Und hier diese Wickler-Klone, ich weiß nicht, wie die heißen. Sind keine Wickler, aber sie haben schon Ähnlichkeiten mit ihnen. Darum nenne ich sie Wickler-Klone. Hier haben wir auch noch so Mondteil. Wenn wir 5 davon haben, schalten wir nun einen echten Mond frei. Hier haben wir den dritten. Hier haben wir Nummer 4. Wo es Nummer 5 gibt, weiß ich gerade nicht. Ich glaube, ich habe aber schon eine Idee. Ah, es ist fies. Hinter diesem Baum. Und dann gibt es da den Mond. Aber pass mal auf. Wir machen es anders. Und zwar gehen wir jetzt erstmal. Weil es Zeit spart. Hier lang. Auch ziemlich gut versteckt. Und hier haben wir Captain Toad. Und der gibt uns einen weiteren Mond. Und hier gibt es noch ordentlich Coins. Das lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Verdammt. Bin ich hier am Feuer verbrannt. Und jetzt. Hier ran. Zum weiteren Mond. Mondstück im Sumpf. Fehlen nur noch 3 Stück. Hier. Dürfte einer sein. Die Musik. Hier haben wir sogar 2 Stück. Einen hier. Oh, jetzt bitte nicht abkacken. Ich will nicht die Local Coins sammeln. Okay. Wären wir runtergefallen, dann wären wir jetzt voll im Gift. Oh, nicht runterfallen. Okay, wir sind wohl auf. Zieh noch einen Mond. Ah, das ist ziemlich riskant. Ich versuch's. Gibt's hier nur Coins? Was für eine Enttäuschung. Dafür gehe ich hier so ein großes Risiko ein. Okay. Was? Okay, die Lücke habe ich nicht gesehen. Noch was? Ja, ein paar Local Coins. Nein, geht weg. Ich brauche euch nicht. Noch nicht. Und jetzt aufpassen. Ich lerne aus meinen Fehlern. So geht's mit der Skilling-Variante hoch. Und collecten uns dann diesen Mond hier. Scheiße. Ah, oh, das war so schlecht. Ich will es halt skillig machen, aber. Mich ärgern solche Fails am meisten.
bist schon ein Stück. Das ist halt die lame Methode. Was? Scheiße, das Ding geht ja dann runter. Mann. Da ist so ein Vollspassenbild. Gehe ich hier mal zum Checkpoint. Jetzt spawnen wir wieder hier. Oh, bin ich scheiße! Das ist nicht schwer! Ach, come on! Jetzt stelle ich mich aber auch richtig scheiße an. Das ist so einfach. Wie kann man das so häufig verkacken? Komm. Oh. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, war das jetzt so schwer? War das jetzt so verdammt schwer? Ich denke nicht. Und hier können wir, falls ich es noch nicht gezeigt habe, auch ganz einfach zwischen den Checkpoint-Flaggen und einmal zur Odyssee reisen. Ich meine, die Odyssee hat ja auch eine Checkpoint-Flagge. Und dann können wir hier ein paar Monde delivern. Und die Odyssee damit reparieren. Die Odyssee ist repariert. Und ohne uns zu fragen, geht es nun weiter ins, ich glaube, Cityland. Wurde ja schon angeteasert. Und Rolle vorwärts, Y drücken und dann weiter Y spammen oder, wenn man es schneller machen will, schütteln. Das ist die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit. Zumindest gehe ich jetzt davon aus, aber müsste so sein. Und in Disneyland ist es gar nicht so schön. Es regnet und es ist Nacht. Aber vielleicht bessert sich das ja, wenn wir diesen Kack-Gegner da oben halt ja ihm zeigen, wie der Hase läuft. Diese Local Coins sammle ich nicht ein. Und wenn du bitte weggehen könntest, diese Schrift, dann würde ich vielleicht ein bisschen mehr erkennen. Danke. Da gibt sich viel zu holen. Darum gehe ich da jetzt mal schnell durch. Einfach ganz schnell von A nach B. Ja, das. Ja, und dann fehle ich natürlich dort. Vorne. Wird uns schon den Weg gezeigt. Dann gehen wir die Treppe hoch. Wir müssen nämlich ganz nach oben. Und hier ein Checkpoint. Heilport. Oh Mann, dieser Name. Aber dieser Mond liegt ja praktisch auf dem Weg, darum hole ich ihn mir auch ganz easy. Und die Münzen zeigen uns, wo es lang geht, und zwar hier rein. Zum Rathaus, aber wenn das euer Rathaus ist, das ist fürchterlich. Das, was fähig aus, war es aber nicht. Ja. Mir schon merkt, ich wasche hier ein bisschen durch. Denn hier gibt es auch außer Lila Coins nicht viel zu holen. Und Lila Coins sind sowieso noch nicht mein Bestreben. Da können wir uns das einfach ganz getrost schenken. Irgendwo? Genau, hier gab es diesen extra Königspilz-Teil. Keine Ahnung. Und hier
geht es raus. Checkpoint! Herr Pübel schreibt uns, dass wir immer noch nicht hoch genug sind, aber passt mal auf. Wir sind hoch genug. Jetzt geht's an diesen Thailand. Das ist ein Albus-Kämpfen meiner Meinung nach der schwerste im Spiel. Aber ich glaube, der hat nur zwei Phasen. Einmal das hier. Und dann hitten. Jetzt kommt das, was halt so. Ja, wobei das sagt noch nicht. Das ist eigentlich sogar recht easy auszuweichen. Aber gleich kommt eine Stelle, die kann ich einfach nicht. Mit mich zu schlecht. Aber die kann ich nicht. Aber soweit sind wir noch nicht. Kannst du damit aufhören? Und ich mein Baby würde sich davon treffen lassen. Okay, ich glaube, er hört auf mich. Denn jetzt müssen wir ihn hier platt machen und die ganze Zeit kommen hier Feuerbälle raus. Das ist halt das, was ich einfach nicht kann. Was, man kann ja auch platt schießen? Okay, das wusste ich nicht. Wirklich nicht. Man muss jetzt hier nichts weiteres tun, als die ganze Zeit hier diese Dinge abschießen. Ah, jetzt ist er noch unverwundbar. Schickt Feuerbälle auf uns und macht hier diese Scheißattacke, oder? Scheiß Attacke da, weil die scheiß langweilig ist. Ist ja wirklich 10 out of 10 diese Attacke. Aber dafür geht es jetzt nur einmal. Okay, drei Dinger, die kriege ich doch wohl hin, oder? Komm. Please. Hallo. Okay, endlich. Jetzt einfach nur noch hitten. Jawohl. Und du gehst schon beim zweiten Mal down. Wie gesagt, als ich zum ersten Mal losgespielt habe, die Spiel hatte ich sogar bei dem Bosskampf ohne Witz Probleme. Völlig unbegründet. Aber ich glaube, da war ich einfach noch nicht so eingespielt. Mittlerweile habe ich auch schon sehr viele Spielstunden hinter mir und da wird auch schon der Skill deutlich größer. Der Part ist auch schon gut lang, würde ich sagen. Aber eine Sache gibt's noch. Die will ich unbedingt machen, weil die einfach nur sackt. Und die will ich aus meinem Kopf geschlagen haben. Also ich glaube, das war jetzt auch so mit den Hauptzielen. Wobei, eine Sache gab's noch. Wenn ich jetzt nicht in diesem Part schaffe, dann. Also wenn es jetzt nicht freigeschaltet gibt, dann mache ich es im nächsten Part. Weiß nicht, ob es jetzt freigeschaltet ist. Sieht aber gut aus. Und zwar Jump Rope. Ja, ist freigeschaltet. Ist ziemlich selbsterklärend. Hier springen für 30 Monde. Quatsch, für 30 Punkte gibt es einen Mond und nochmal für 100. Und das für 100 ist scheiße schwer. Ist auch nicht unbegründet einer der schwersten Monde. Vielleicht auch noch sogar der schwerste. Gäbe es da nicht. Ein kleiner Trick, den ich anwenden werde, wenn ich jetzt nicht fast 2 schaffe. Es ist wirklich sau schwer. Ihr seht ja, wie schnell es ist. Und alle 5 Dinger wird schneller. Bis 50. Dann bleibt es so schnell. Ist einfach insane. Viel zu schnell. Jetzt ist es eigentlich noch Glück. Einfach ganz kurze Sprünge machen. 49, damit bin ich schon. Quatsch, 50, da bin ich schon sehr stolz. Ist einfach fast unmöglich. Scheiße, das ist noch nicht freigeschaltet. Okay, gibt's im nächsten Part. Ich sag ciao, Leute.